Weiter geht's mit Mario Kart Arcade GP 2 und ich fahre jetzt mit Waluigi. Yoshi hebe ich mir mal für später auf. Weil jetzt bin ich ja erstmal im DK Cup, den fand ich noch ganz einfach. Also vergleichsmäßig einfach. Und die Regenstrecke. Ich habe auch im letzten Part gemerkt, dass ich die. Dass ich die Drop Backwards, also die nach hinten Ableger-Items ziemlich unterschätzt hatte bisher. Sind gar nicht mal so scheiße, wie ich das eigentlich von der Rennen vermutet habe. Und ich mag die Strecke jetzt schon nicht. Dass mich hier mega aus der Kurve zieht. Aber so ein Doppelsprung ist auch ein Müll. Oder? Ja, doch eigentlich schon. Oder? Wobei, ich habe eigentlich gerade... Aber, nice Double Kill. Ach, ich verliere sowieso. Ich sehe es jetzt schon. Ich verliere sowieso. Oder? Hä? Luigi, ich hab dich gerade abgeschossen mit meinem Item. Warum wurde das. Ja, nice. Ich hab grad Hoffnung. Ich hab grad Hoffnung zu gewinnen. Aus irgendeinem Grund hat dieses Item nicht gezählt, aber. Dafür zählt das. Komm schon. Bitte, 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 bitte. Bitte. Ich hätte nie im Ansatz damit gerechnet, dass es so gut läuft wie jetzt gerade. Gerade echt konzentriert, weil ich jede Kurve perfekt kriegen muss. Perfekt. Perfekt. Zack. Waluigi Number One. Yay. Yeah. Er darf überhaupt nichts close. Was wollt ihr von mir? Close im Carlord. Selber close im Carlord. Was gibt's diesmal? Waluigi Allen. All bad conditions vanish. Ich glaube, man kriegt die Items nur freigeschaltet, wenn man auch mit dem Charakter gewinnt. Kann das sein? Ja, das wäre schade. Weil wenn es wirklich überall noch solche Special Items gibt, wie ich im letzten Part vermutet habe, weil ja Donkey Kong diesen Kongo hatte, diesen seltsamen Tanz. Vielleicht mache ich da sowas wie eine... Compilation oder so? Dass ich da mal so alles Special Items zeug. Ist ja vielleicht ganz lustig. Das wäre vielleicht wirklich. Das klingt nach einer guten Idee, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Aber Junge, das war so schlecht. Das war so unendlich schlecht. Habe ich diesmal noch einen Panzer bekommen oder wie sieht's aus? Ich finde Panzer sind in dem Spiel ziemlich schlecht. Daher. Ja, wobei, den habe ich jetzt getroffen aus Glück. Möchten sie doch noch nicht so schlecht. Ich hatte ja auch anfangs vermutet, dass die nach hinten Dig-Items schlecht sind, aber das waren sie am Ende ja doch nicht. Wie alle zu viert hier auf einem Haufen hängen. Pech gehabt. Ah, oh, das sieht nach Verlieren aus.
Und ich krieg diese Mario Coins einfach nicht. Viel zu schlecht. Ja, Hauptsache Peach ist wieder sonst wo. Komm her, Peach. Komm her, Peach. Letzte Runde. Komm her, Peach. Komm her, Peach. Oh, Junge, ist diese. Wie soll ich das gewinnen? Wenn ich so ein scheiß Item hab. Ist mir jetzt egal. Ich hab sowieso verloren. Dann nehme ich noch die Coins hier mit. Damit ich wenigstens alle Mario Coins bekomme und gewinne das dann mit dem anderen Charakter. Also ich meinte, dass ich den Coin Bonus noch bekomme. So, ich habe es jetzt mit Yoshi gemacht, weil ich fand, dass sich seine Stats ganz gut für diese Art von Strecke eignen. Und damit habe ich wohl recht behalten. Und diesmal kriege ich keinen Preis. Fierce Batman. Und jetzt muss ich zum DK Jungle wieder. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt wieder verliere mit Yoshi, weil sich Yoshi dafür nicht eignet, sondern ich wieder DK brauche oder irgendwas. Oder Waluigi oder was auch immer. Es ist mühsam. Es ist mühsam. Und seit wann steht dort eine Nashorn? Aber jedes Mal springen wir da Diddy Kong ins Auge. Also, vielleicht Diddy Kong, es sieht komisch aus. Irgendwie erinnert mich dieser Diddy Kong aus. Dieser Diddy Kong Darmstadt irgendwie an. Ich glaube, war das Super Donkey Kong oder so? Donkey Kong! Also mit Donkey Kong mit M. Ich finde, das sieht so ähnlich aus wie Diddy Kong aus diesem Spiel. Das war so ein Bootleg. Also das, wenn man den nicht kennt, dann ist es nicht schlimm. Ja, das Spiel sowieso Müll war, aber das spielt jetzt auch keine Rolle, weil ich dieses komische Rennen hier gewinnen muss. Bei Yoshi lässt sich ganz gut fahren eigentlich. Der springt so schön in die Kurve und fliegt dann vor allem nicht so raus. Kann aber auch daran liegen, weil es jetzt nicht mehr regnet. Dass es jetzt irgendwie besser anfühlt. Ach, schade. Eigentlich noch so. Nee, nicht sowas, sondern das andere Item brauche ich. Ah, schade. Schade, ich verliere. Ich verliere. Ich muss jetzt treffen, sonst verliere ich. Okay, ich habe verloren. Ich kann es nochmal machen. Ich habe es jetzt gerade mit Bowser gemacht. Und es war ziemlich einfach. Aber jetzt habe ich gerade realisiert, was auf der nächsten Strecke passieren wird. Ich werde wieder verlieren. Oh Mann. So, krieg ich wenigstens was Cooles frei. Ein Trump. Ja gut. Naja, mal schauen. Vielleicht wird es ja doch was. Was ich aber stark bezweifle. Wobei bei Bowser jetzt nicht so ein Special-Item da unten ist.
Seltsam. Bin ich gerade zum ersten Mal mit Bowser gefahren? Oder zumindest habe ich es erstmal mit irgendwas freigeschaltet, kann das sein? Wo ist denn der Magnet dort? Soll ich den Trump mal nehmen? Ja, ich nehme den Trump. Schönes Hintergrundbild. Mit einem Regenbogen, nachdem es letztes Mal geregnet hat. Da ist es doch eine gelungene Abwechslung. Ach, ich mag irgendwie dieses Gezwitscher im Hintergrund. Das klingt sogar echt, also das haben die wahrscheinlich irgendwo aufgenommen oder so. Sehr wahrscheinlich, dass sie es irgendwo aufgenommen haben. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Das war höchstwahrscheinlich auch so. Ich bin aus irgendeinem Grund Sechster. Trump. Der Trump reißt alles raus. Hier hole ich gut auf dieser Geraden. Ach, das war gerade mein Trump. Das war mein Trump. Der hätte mich fast erwischt. Ist ja unverschämt. Genauso wie diese scheiß Hasenohren, die sind so OP. Okay, der Trump bleibt anscheinend jede Runde dort. Diese Clownskutsche ist nicht im Ansatz so effektiv wie diese anderen Items. Setz schon rein daneben. Optimal wäre es jetzt, wenn der erste Platz davor reinfährt. Was ich aber bezweifle. Noch optimal ist, wenn es erster und zweiter da reinfahren würden. Ja, ihn hat es aufgehalten. Es hat den ersten Platz aufgehalten. Komm, bitte, bitte. Ja, bitte, bitte. Nein, sie fahren voll an mir vorbei. Es war so klar. Es war so klar. Es war so fucking klar. Ich muss es nochmal machen. Das ist so verdammt dreist, dass so etwas existiert. Holy shit, war das knapp, Alter. Ich habe sogar den Rocket Dash, also den Raketenstart verpasst. Und trotzdem bin ich Erster geworden. Weil mir nämlich dann immer eingefallen ist, dass es die Abkürzung da gibt. Und die ist wirklich essentiell, wenn man das Ganze gewinnen will. So, jetzt muss ich wieder ein paar Koopas abschlachten. Das mache ich, vor allem nach diesen Geschehnissen, mache ich das sehr gerne. So. Ich wurde tatsächlich gerade unterbrochen. Und ich hatte Angst, dass ich mein Spiel aufgehangen hat, weil ich einen schwarzen Bildschirm hatte. Aber zum Glück ist dem nicht der Fall. So, noch zwei Stück.
Eins. Und zwei. Fünfzehn. Und 15 Coins. Yep. So, 55 Coins. Das heißt, ich bekomme so eine komische Torte. Ich krieg direkt zwei. Peach Bird. Seit wann hat Peach ein Bird? Keiner weiß es. Keiner will es wissen. Ich hätte fast die falsche Taste gedrückt und den Selbstwert von letztem Mal geladen. Aber zum Glück habe ich dran gedacht. Also, das war es erstmal mit Mario Kart Arcade GP. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Und dann ja, bye.